Ghost Actual, Nomad, over. Actual auf Empfang. Ich bin bereit für Oracle. Was haben Sie? Okay. Oracle ist Ivan Ivanov, aber wir glauben, dass das nur ein Pseudonym ist. Er ist ein Bodak, Nachrichtendienstexperte. Wechselt öfter die Identität als ich die Windeln meiner Mutter. Vermutlich Ex-Spetsnaz. Also kennt er die Infrastruktur. Seine Top-Priorität ist die Umgehung der US-Sicherheitsbestimmungen. Aufenthaltsort unbekannt, aber Gillian McCormack, früher ein hohes Tier bei Homeland Security, das auf Aurora im Ruhestand ist, hat die Paniktaste gedrückt. Jetzt ist der Alarm aus, also hat er vielleicht Probleme. Er wäre ein ideales Ziel für Oracle. Finden Sie heraus, ob er irgendetwas weiß. Alles klar, Nomad out. Und damit herzlich willkommen zurück bei Ghost Recon Breakpoint bei der Mission VIP-Rettung. Ich habe mir hier ein Heli aus dem Outcast-Camp geschnappt, weil ich hier hinten echt noch gar nichts aufgedeckt hatte. Und das Biwak, zu dem man muss, man immer wieder die M-Taste, war halt nicht noch nicht aufgedeckt. Bin ich einfach schnell hingeflogen. Ja, dann schauen wir doch mal, ob wir dem guten Herrn Cormack, weiß er doch, ne? Mac Cormack, ja, helfen können. Eine Nachtmission. Ich erinnere mich relativ gut an die Mission. Ist recht spannend. Letzte Woche, die Folge ist ja leider ausgefallen, weil ich es verpeilt habe aufzunehmen. Aber ja, jetzt bin ich wieder dabei. Und ja, ich muss nur in 20 bis 30 Minuten, kann es sein, dass es klingelt. Vielleicht sind wir bis dahin ja schon durch, ich weiß es nicht. Muss ich die Aufnahme kurz unterbrechen, aber du solltest davon eigentlich relativ wenig mitkriegen. Sie sind nicht von Sentinel? Nö. Wie heißen Sie? Sie sind eine Spezialeinheit, oder? Gott sei Dank. Ich bin Gideon McCormack. Ich habe für... Ich weiß, wer Sie sind. Ich werde Sie hier rausbringen. Bereit? Ja, bitte. Bloß weg hier. Achso, wie du siehst, ich habe die Teamkameraden wieder aktiviert, denn ich habe mal in meine alten Folgen reingeguckt und tatsächlich habe ich die Kameraden aktiviert gehabt. Wie sieht's aus? Ich weiß gar nicht mehr. Ich meine, ich hätte die bei irgendwas mal deaktiviert, aber... Nach dem Ruhestand kam ich hierher. Ich wollte Skells Utopia selbst sehen. Als Sentinel kam, tauchte ich unter. Ich wusste, dass ich interessant für die wäre. Ich habe gearbeitet. Und dann kamen diese Russen. Die haben mich unter Druck gesetzt. Sicherheitsprotokolle, VIP-Fluchtwege, Passwörter. Die wollten alles wissen. Und ich habe aufgegeben, verdammt. Ich habe ihnen von den Homeland Security-Protokollen erzählt. Dann ist es zu spät. Nein, nein, nein. Ich habe viel für mich behalten. Genug, hoffe ich. Ihr Anführer ist ein skrupelloses Arschloch. Aber nicht alle seine Leute sind so engagiert. Ich floh in Richtung Fluss und hab mir dabei eine Kugel eingefangen. Die hatten mich fast, als sie kamen. Hatte ich mitreden? Ja, wunderbar. Gutes Ding, Ghostlead. So, dann kann er mal wieder mit. Ist halt leider so, dass man... der Nachtsicht an sich kaum was sieht. Eher auf Nachtsicht. Was haben wir da hinten welche? Also ich bin der Meinung, ich hätte die KI-Kameraden bei irgendwas deaktiviert gehabt, aber... vielleicht täusche ich mich auch. Gut, bei Motherland, ja, aber ich dachte auch vorher. Und Voice Attack ist auch wieder mit am Start. Na, legen wir mal hier einen Busch. Kämpfen die Feindkontakte. Wenn wir zurück sind, kaufst du dieses Mal wieder. Ziemlich gut. So, noch was? Nee, ne? Doch. Nee, das sind meine. Da hinten. Ist der allein? Nee, das sind zwei. Höre, aber ich sehe nicht.
Was mir noch hier fehlt bei dem Spiel ist eine Funktion, um das Magazin zu checken, wie viel Munition noch drin ist. Aber das ist halt so, wenn man ein Action-Spiel im Milsim-Style ohne Hard spielt. Könnte ich, naja, jetzt sind wir schon zu weit weg, aber hätte ich den können einfach in den Heli setzen und abhauen? Einfach drüber fliegen? Wäre bestimmt gegangen. Schon eine geile Atmosphäre hier. Schon Hammer aus, oder? Geil. Aktiviere Nachtsichtgerät. So ein bisschen Horror-Game. Ein bisschen Slenderman. Ich hab meins aktiviert. Das ist das Safe House. Hier. Ein Ring. Hier gibt es ja nur Vögel, Rehe, Wildschweine und Hasen. Ich glaube, mehr gibt es hier gar nicht. Ich hätte gerne Wölfe. Ruhen Sie sich aus. Hier ist es sicher. Danke. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Sie haben genug getan. Dieser alte Hund hat noch Biss. Ich suche einen dieser Russen. Vermutlich der Kommandant, der sie verhört hat. Eine Idee? Ich habe nicht viel gesehen, aber als ich ins Wasser sprang, war es salzig. Obwohl es definitiv ein Fluss war. Okay. Es hat furchtbar gestunken und war höllisch laut dort, wo sie mich gefangen hielten. Vielleicht eine Fabrik? Dachte ich auch. Sicher würden sie dort was finden, das sie zu ihm führt. Gut. Das muss reichen. Ruhen Sie sich aus. Okay. Moment mal, warum hat er so viele Waffen? Ich schalte auf Nachtsicht um. Ach, das ist Vasili. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Wo ging das noch? Kameraden, Teammitglieder Biwak. Spezialfähigkeiten, ja. Anzeige der Simultanschusswaffen, nein. So. Alles klar. Genau, wer wäre auch so dumm? Komm, gib nicht so an. Ist noch einer. Feuer auf mein Kommando. Bringe mich in Stellung. So, wir müssen jetzt Oracles Büro finden. Niemand wäre so dumm, sich hier zu verstecken. Ich hoffe, ich finde nichts. Das war's. Er war erwischt. Okay, was ist hier am nächsten? Und das auf 12 Uhr. Alles klar. Gehen wir doch dorthin. Schade, dass wir hier kein Fahrzeug haben. Aber wir haben einen schönen hellen Mond. Vermutlich ist das Büro sowieso wieder dort, wo wir als letztes schauen. Das ist irgendwie immer so ein Spiel. Setze die Nachtsichtbrille auf. Ist immer dort, wo man als letztes schaut. Nachtsicht wird aktiviert. Oh, okay. Setzen wir uns mal hier hinter das Bäumchen oder einfach in den Busch und klären hier auf. Der kann nicht weit sein. Ich habe ihn ins Bein getroffen. Es ist Stones-Operation. Der bezahlt gut. Also, den kümmert. Okay, die wissen auf jeden Fall Bescheid. Hast du das gesehen? Ich auch nicht, weil es verdammt nochmal Nacht ist. Zeit für die Nachtsichtbrille. Okay, dann haben wir hier ein Boot. Nee, ne? Kein Boot. Alles klar. Dann schwimmen wir rüber. Also, die wissen auf jeden Fall Bescheid. Und der eine da hat McCormack ins Bein getroffen. Deshalb ist er verwundet. Hier hinten ist ein Biwak. Hätte eigentlich auch gerade mal noch können mit der Drohne mal schnell einen Rundumblick machen.
um die Bugs aufzudecken. Oh, hier gibt es die Skorpion. Aber in dem Spielstand brauche ich die nicht. Brauche ich die absolut nicht. Was habe ich eigentlich für eine Waffe? Habe ich meine G... Ne, das ist keine G37. Was hatte ich vorher immer? Vielleicht noch mal gucken. Die 416 hatte ich immer, ne? Oder habe ich jetzt hier die andere ausgewählt, die neue? Muss gucken. Wir wissen, welche Waffe ich hier benutze. Schauen wir mal. 416, gut. So. Oben haben wir einen Scharfschützen. Ich habe ihn gerade bewegen gesehen, er war gerade da. Ich habe ihn auch eben mit der Drohne gesehen. Guck nochmal. Dann läuft er. Aber habe ich ihn doch nicht bewegen gesehen, scheinbar. So, hier haben wir einen Gegner, der abhaut. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Oh ja, danke für das. Das verschafft uns einen Vorteil. So, das war der. Habe ich zufällig gerade? Nein, habe ich gerade nicht. Ach komm, ich gehe einfach durch den Haupteingang. Komm, was soll der? Was soll das? Warum soll ich mich jetzt hier 10 Meter neben dem Haupteingang durch den Zaun schneiden? Shit! Da kommen sie! Wow! Nicht schlecht, Boss. Vorsicht, die wissen, dass wir da sind. Gut, ich habe auch noch einen Scan, glaube ich. Ja. Haben Gesellschaft! Da kommt ein Schotten. Alle bereit machen zum Angriff! Ach, das ist eine Wandscheiße. So. Hoppala, da kommt er. So, gut, jetzt haben wir Alarm, das ist nicht so gut. Gehen wir einfach ein bisschen langsamer vor. Schalte auf Nachtsicht. Was? Oh nee. Ach so, Gott sei Dank, alter Schwede. Ich dachte gerade schon, da kommt eine, so eine kleine Pupstrommel, die ich so hasse. Auch eine sichere Position, ja. Hättest du eine sichere Position gehabt, wenn du nicht so rumgeschrien hättest? Du guckst! Es ist so dunkel. Ich kann nichts sehen. Ich will wissen, wo die sind. In einem hell erleuchteten Raum. Hallo. Die Dame. Mach das Arsch noch fertig. Hier sind irgendwo. Einer ist hier links. Nachtsicht. Rechts meine ich. Hab ich eben gehört. Nachtsicht wird aktiviert. Ist da gelaufen. Hey, hey, hey. Seid wachsam. Wir haben gesetzt. Hallo. Raketenschütze zielt! Welcher Raketenschütze? Wo ist der? Kampfdrohne aktiv! Wir werden ihr blaues Wunder erleben. Gut, dann. Team, Feuer frei. Feuer frei! Feuer! Schöner Treffer! Ich helfe dir! Feuer ausgeschaltet! Geschützt können. Verwundet, verwundet. Und Rakete kommt. Ah. Okay. Einmal verarzten. Richtig heftig verwundet. Ich hab eben gar nicht gemerkt, dass ich getroffen wurde. Mann, wäre auch zu schön gewesen. Ja, Schalldämpfer ab. Schalte um auf Nachtsicht.
Mörser, 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 Mörser. Alles klar, Nachtsichtbrille an. Gute Idee. Ah, vielleicht finden wir ja noch ein Dings. Yes. Aufgesetzt. Gedöns. Ein Generator. So zufällig. Weil die wissen schon wieder nicht mehr, wo wir sind. Also, Team, zu mir. Komm zu mir. Los! Wir kommen zu dir. Yep, sind unterwegs. Da hinten. Okay, wir sind da. Solides Ding. Der ist down. Der ebenfalls. Ich glaube, wenn wir von der anderen Seite reingegangen wären, dann wären wir schon fertig. Ich schalte auf Nachtsicht. Ein Zivilist? Nachtsicht aktiviert. Team, Feuer frei. Feuer! Jawohl! Yep, es geht los. Ich würde Ihnen gerne einen Befehl geben zum Bedeckungsfeuer auf eine bestimmte Position. Oh, hallo! Wer schießt denn da? Zivilisten sind wieder aufgestanden. Hier ist alles sicher. Das heißt, da ist alles sauber. Ghost, zu mir. Kommt zu meiner Position. Verstanden. Sind fast da. Warte da hoch. Muss mal ganz außen rum. Ich schalte auf Nachtsicht um. Ich setze meine auch auf. Ich hacke hier nur, keine Sorge. Ganz vorsichtig. Feinde in der Nähe. Oracle sucht nach McCormack. Zeit, ihn auszuschalten. Ach, haben wir schon die Position. Das war das Erste. Okay. Wo ist er? Oracle befindet sich im Konvoi, der auf Shack Island herumfährt. Sind wir hier auf Shack Island? Ja, sind wir. Hey! Ein Nachtsicht Ding. An. Und wieder mal. Ach, da hinten. Der kommt sogar gerade in unsere Richtung, wie mir scheint. Frage ist, wie sieht's denn hier straßenmäßig aus? Er wird wahrscheinlich, wenn, dann hier vorbeifahren, ne? Oder da? Also da wird er auf jeden Fall vorbeikommen. Ach Mann, ich drücke immer M. Würde ich sagen. War zufällig gerade C4 ausgerüstet, ne? Ich glaube, das war's. Oh, er entfernt sich wieder. Wir sind auf jeden Fall an der Straße. Entfernt sich rasch. Das heißt, er fährt gerade da hinten rum. Das heißt, es dauert, bis der wieder da ankommt. Alter. Gut, in der Zeit können wir auch. Können wir ihm quasi entgegenkommen. Gibt's das drin ein Auto? Da können wir ihm entgegenfahren, das ist schneller. Ich habe eine ganz irre Idee. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich bezweifle es eigentlich. Aber ich meine, was bei Battlefield funktioniert. Mal ausprobieren. Na ah, gut, nicht im LKW. Du siehst erschöpft aus, Boss. Tue ich das? Oh, ist hier eine fahrende Bombe draus. Auf allen Seiten. Das Problem ist nur oder wird nur sein, dass ich aus dem Radius wieder raus muss. Gebiet gesichert.
Wenn die drauf schießen, dann war's das. Gut, alle erledigt. Oh, da kommt er. Oh wei. Alter, kann man so schlecht schießen? Feuer auf mein Kommando. Roger, bin unterwegs. Bin schussbereit. Feuer frei. Ziel erledigt. Solide Arbeit. Ich weiß nicht, wen sie jetzt gekillt hat, aber... Okay, das war nix. Dann machen wir das eben auf die... Die harte Tour. Mal alle einsteigen. Ranfahren und Feuerbefehl geben. Nein, was wollte ich denn? Ich wollte das hier. So. Denn im Auto wissen wir alle, sind die KI-Kameraden wirklich einsame Spitze, was Gegner erledigen angeht. Wobei die KI-Kameraden hier bei diesem Spielstand noch nicht vollständig aufgelevelt sind. Was ein Problem darstellen könnte. Das sehen wir gleich. Und Feuer frei. Dahin, schieß doch. Hat mich festge... Ach. Ach, guck mal da. Hallo! Oracle ist erledigt. Ohne ihn wird Stone nicht mehr alle seine Ziele erwischen. Ich bin böse verletzt. Aber wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Nice. Okay, dann. Und sogar ein Level Up. Sehr schön. Zur alten Maximalstufe von 30. Mittlerweile geht's ja bis 99. Dann, ja, bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Ghost Actual. Oh, Nomad. Doch nicht. Over. Nomad, gut. Ich habe weitere Aufklärungsdaten über Raven's Rock. Ich versuche Ihnen ein besseres Bild zu liefern. Sie haben Wurzeln im russischen Militär. Aber seit dem Putschversuch von 24 gelten Sie als Ultranationalisten und Verräter. Ich habe die Operation gegen Sie geleitet. Wir dachten, wir hätten alle erwischt. Haben wir aber leider nicht. Pyotr Bukharov ist der Sohn des Gründers der Bewegung, Vitali Bukharov. Ich würde sagen, Rache steht ganz oben auf deren Prioritätsliste. Ja. Ganz zu schweigen davon, dass Stone ihnen versprochen hat, sie nach dem Angriff auf Amerika bei einer Offensive in ihrer Heimat zu unterstützen. Die haben also gute Gründe, Stone bis zum Schluss beizustehen. Ich dachte, das sollten sie wissen. Verstanden. Nomad out. So, jetzt aber. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.